Wir sind hier auf der Insel der flachen Leguane. War ich ein Arsch in der Wettkampfdiät? Hau mal raus. Also ich höre die halt alle da hingekackt haben. Jetzt bin ich im Wasser, obwohl ich gar nicht ins Wasser wollte, nur weil Lena Angst hat. Guten Morgen aus den wunderschönen Bahamas. Da ich im Zuge meiner Wettkampfdiät die Lena so ein bisschen ab und zu mal wahrscheinlich angezickt habe, machen wir mal heute das, worauf sie so richtig Bock hat. Und zwar, ach, ihr werdet sehen. Viel Spaß dabei. Bist du aufgeregt? Ja. Ja? Du? Nee, ehrlich gesagt nicht so. Wo sind wir? Im Schiff. Vor allem du fährst mit der Richtung und ich gegen die Richtung. Fängt ja schon mal gut an. Jetzt die Leguane. Ehrlich, mit Brotsticks. Ja. Beste ever. Beste ever. Wir sind hier auf der Insel der flachen Leguane und ich habe hier ein bisschen Korbs, damit die Jungs und Mädels mal ein bisschen praller werden hier, ne? Komm, komm, du musst hier Korbs laden. Ja, genau, mein Freund. Sieht aber auch schon flach aus, ne? Da geht noch was. Hast du noch ein bisschen Brot? Ja, hier. Da geht noch was, ne? Hier. Da geht noch was. Okay, kann er nicht angehen. Sir, you want some bread? Ready? Von der Skala von 1 bis 10, wie schön war's? 10. 10? Ja. Jetzt schon? Okay, 9. Damit noch Spielraum nach Hoffnung. Ich fand's auch voll. Ich hätte gerne das Brot cool, selber oder? Gegessen. Ja. Was machen wir jetzt? Mit Schweinchen schwimmen. Die sind nicht flach, ne? Schweinchen füttern von 1 bis 10. Ich hätte es mir besser vorgestellt. Es war einfach sehr, sehr voll. Der Strand war recht dreckig, weil die halt alle da hingekackt haben. Das sind halt Schweine, ne? Das sind halt Schweine. Ist Saustall, du, ne? Ja, aber an sich, es war schon eine schöne Experience. Komm, 10 von 10, oder? Ja. Schon yeah, und jetzt gehen wir schön hier essen. Lunch. Buffet habe ich gehört. Das gibt's jetzt, ein paar verschiedene Chicken, was auch immer das ist. Und ein Salat mit frittierter Banane. Guten Appetit. Du dürfen rein, Hähnchen. Soll ich reinspringen? Spring rein. Brauchst du dich? Nein. Das sind noch Baby Sharks hier irgendwo. Riesengroß. Ja, die sind echt schon bestimmt 1,20 bis 50. Jetzt bin ich im Wasser, obwohl ich gar nicht ins Wasser wollte, nur weil Lena Angst hat. Kann ich hier wieder raus? Oh mein Gott, jetzt muss ich anfassen. Da habe ich ja meinen Wachertuch gestreichelt. Ich schätze dich jetzt nicht weiter nach hinten. Wolltest du nicht hier rein? Bester ever. Geh nochmal dahin, jetzt können wir nochmal streicheln. Wow, das ist mal, ey. Der ist ja mal riesig. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Und zwar haben wir hier eine Sandbank im Nirgendwo. Sieht doch mal richtig nice aus. Dieses Jahr mal wirklich sehr schön, du, ne? Mädchen, wo sind wir hier? Sind wir hier in der Ostsee? Oder auf Usedom? War der schlecht? Nee, mal im Ernst, das sieht ja mal richtig nice aus. Verstehst du so? Für ein Foto? Da Lena heute der Boss ist, haben wir uns ein paar Nachos bestellt und waren eben bei Dunkin' Donuts und haben uns ein paar Donuts besorgt. Eine kleine Portion Ahi Nachos, also Thunfisch Nachos. Sieht richtig geil aus und hat mit Sicherheit mal wieder 1500 bis 2000 Kalorien hier. Und Chicken Fajitas. Einen wunderschönen guten Tag hier aus den Bahamas. Und passend zum Titel will ich dich jetzt mal fragen, Lenchen. Okay. War ich ein Arsch in der Wettkampfdiät? Hau mal raus. Also ein Arsch würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, du warst anders zum Teil. Es gab halt Phasen, wo es schwieriger war und wo es
einfacher war. Aber an sich, glaube ich, bist du schon einer, der eher einfacher ist. Also ich habe da schon andere Storys gehört, sag ich mal so. Das war's schon. Ich dachte, jetzt kommt so ein richtiges Auspacken der Fakten, angekattet und jetzt haust du die Dinger raus. Ja, ich denke, der größte Unterschied ist in meiner Lebensfrohheit, sag ich mal, ne? Weil ich schon so ein Typ bin, der auch gerne mal Späßchen macht und rumalbert und so. Und das ist ein bisschen, ich sag mal, weggefallen, ein bisschen ruhiger, natürlich auch ein bisschen gereizter, aber das ist, glaube ich, normal. Aber wie gesagt, halt phasenweise, also zum Beispiel ganz kurz, also nachdem die GmbF war, da musst du ja nochmal ins DCG. Ja. Und da fand ich, war es schon so ein bisschen so. Das waren auch die letzten Wochen und Tage und da ist man einfach auch vom Energielevel ziemlich tief und vom Gereiztheitslevel ziemlich hoch. Ja. Ja, also ich war kein Arsch, kann man sagen. Und nach dem Wettkampf war es dann auch nochmal so, dass man so gemerkt hat, okay, jetzt ist erstmal das Ziel weg, dann ist man jetzt so ein bisschen so, oh, träge und so. Ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Aber darüber können wir mal demnächst. Man isst halt sehr viel, dann ist man auch immer natürlich ein bisschen immer. Jeden Tag 6.000 bis 7.000 Kalorien, Mann, ich bin, glaube ich, hier richtig fett geworden. Ganz vor allem, wenn der Bart dann länger wird, ne, dann sieht man auch noch runder aus und dann denkt man einfach nur, damn it, die ganze Form ist weg. Und das macht schon so ein bisschen, ich sag mal, schlechte Laune, ein bisschen depressiv, aber das haben wir auch mal besprochen gehabt. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal essen. Ja. Ich bin wieder flach, Freunde. Willkommen zum Trainings-Voiceover. Wir haben so gut wie alle Übungen für euch hier abgefilmt, damit ihr einen guten Überblick davon bekommen könnt, wie ich so 2 Wochen nach der Weltmeisterschaft so trainiere. Mit einer extrem guten regenerativen Situation, sage ich mal. Also ich habe nicht das stressigste Leben und übermäßig viel Essen. Also, ich habe hier 5 Sätze an dieser Brustpresse gemacht, ich glaube 5x10 war es und genau in den Pausenzeiten habe ich 6 Sätze gerudert, 6x10, ich glaube in einem Satz habe ich sogar 11 gemacht oder auch 12, war nicht sonderlich schwer, aber ich habe schon alles genommen, was ging, wie man hier sehen kann und dann musste ich halt auch über das Volumen irgendwie kommen schlussendlich, damit der Trainingsstress ausreicht. Trainingsstress, das absolut Entscheidende, wenn es darum geht, wirklich maximalen Erfolg zu haben. Die Leute, die das Trainingspedia gelesen haben, wissen ganz genau Bescheid. Danach habe ich dann hier das Schrägbankdrücken an der Multipresse gemacht. Ich hätte natürlich auch normales Bankdrücken an der Multipresse machen können, nur die Hantelbewegung ist beim Schrägbankdrücken viel geräder. Und dementsprechend kann man sagen, dass das normale Bankdrücken an der Multipresse schon echt nicht optimal ist. Auch natürlich besser als nichts, aber das Schrägbankdrücken ist deutlich besser. Deswegen habe ich auch die Brustpresse benutzt, die ich an sich jetzt auch nicht so ultra feier, aber ich hatte keine andere Option. Danach 5 Sätze Latzug im Supersatz mit Schulterdrücken. Ich habe mir mal so 2 Minuten Zeit zwischen den Übungen gelassen und konnte so praktisch mit einer Pausenzeit von 4 Minuten für die Muskelgruppe beziehungsweise 2 Minuten zwischen den Übungen, ein bisschen weniger war es, weil die Übung natürlich auch ein wenig dauert, ziemlich viel Volumen akkumulieren, anhäufen, ohne jetzt 5 Stunden im Gym zu sein, weil ehrlich, wenn ich das Volumen nach und nach machen würde, würde ich, glaube ich, 3 Stunden im Fitnessstudio Minimum sein, ohne Aufwärmen, also schön 3,5-4 Stunden. Die Brust ist so meine 2. Priorität. Die 1. ist eigentlich der Rücken und auch der Beinbeuger. Deswegen mache ich auch für die Brust aktuell relativ viel Volumen. Das waren jetzt Sätze zwischen 12 und 15. Butterfly 3 Stück an der Zahl. Und hier haben wir auch noch die Überzüge. Das heißt, wir hatten 6 Sätze Rudern, 5 Sätze Latzug und dann nochmal 3-4 Sätze Überzüge. Ich bin hier aktuell in so einer kleinen Volumenfindungsphase, weil natürlich die Rahmenbedingungen aktuell nicht zu vergleichen sind mit den dauerhaften Rahmenbedingungen, die ich in der kompletten Off-Season haben werde. Also ich werde nicht immer 1500 Kalorien im Plus sein und das über die gesamte Off-Season, weil ich dann einfach mega fett werden würde. Und dementsprechend muss ich da wahrscheinlich auch ein bisschen reduzieren und kann euch wirklich konkretere Angaben machen, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin und dann ganz genau das mache, was ich dann auch schlussendlich ein Jahr lang machen werde, beziehungsweise ziemlich nah dran an dem, was ich jetzt ein Jahr machen werde. Das war auch eine super Alternative zu Facepulls, beziehungsweise das ist praktisch wie ein Facepull, aber dort hatten sie eben kein Seil. Nochmal kurz zum Schluss eine kleine Ankündigung und zwar kann es sehr gut sein, dass das Trainingspedia einen kleinen Bruder bekommt oder einen großen Bruder, je nachdem wie man es sehen mag.
Also das ultimative Trainingstheoriebuch könnte in nächster Zeit vielleicht Zuwachs in der Familie bekommen, aber mehr dazu, wenn es ein wenig konkreter ist. Jetzt viel Spaß mit dem weiteren Vlog. Nach dem Training haben wir uns so ein bisschen schick gemacht und jetzt geht's ab zum Abendessen. Hier ist alles echt mega teuer. Wenn nicht sogar schweineteuer. Der Grund ist angeblich, dass hier alles importiert wird. Und ich glaube, das ist definitiv ein Grund, aber nicht der ganze. Nicht der ganze. Ja, unter anderem, sagen wir es mal so. Nicht im vollen Ausmaß. Ich vlogge jetzt einfach nur, dass Sie sehen, dass ich vlogge, damit Sie uns besser behandeln. Wir haben hier schöne Nachos mit Rippchen. Dann haben wir hier Bacon, Popcorn und drei Mini-Burger Slider. Bon Appetit. Ich habe hier nochmal Curry bestellt mit Chicken, aber ich glaube, die haben mich falsch verstanden und haben Chicken gebracht mit Curry. Das war schon zu fleischig, oder? Ja. Noch mehr Soße, Freunde. Ein kleiner Cheesecake, ein kleiner Schokokuchen mit weißer Schokolade. Masse Lifestyle. Für uns geht's jetzt wieder zurück nach Miami. Dort werden wir den Abend verbringen und dann geht's morgen wieder zurück nach Cologne. Wir haben heute eigentlich den ganzen Tag nur in der Sonne gechillt und freuen uns jetzt auf ein wirklich episches Abschlussmeal. Wir werden alles essen, Cheesecake, Cookies, Burger, einfach alles, Pizza, nochmal richtig fett werden, bevor dann die Realität uns wieder zurück auf den Boden der Tatsachen bringt. Ich muss auf jeden Fall mal so 2-3 Tage normal essen, damit ich wirklich, oder sagen wir mal eine Woche, vielleicht auch 2, damit sich mein Gewicht so halbwegs einpendelt, weil ich hier auch mit dem Salz manchmal auf 10 Gramm bin, manchmal auf 30 Gramm gefühlt und auch die Carbmenge unterscheidet sich wirklich täglich brutal. Deswegen würde ich sagen, ich brauche auf jeden Fall so 1-2 Wochen Akklimatisierung, damit ich weiß, wie schwer ich überhaupt bin, weil wenn ich auf die Waage gehe, dann sagt das relativ wenig aus. Wir müssen jetzt erstmal ein Taxi holen zum Hotel und dann sehen wir uns in Miami. Und schon wieder hat unser Flug Verspätung. Irgendwie passiert das uns ständig. Wir dachten jetzt eigentlich, wir können jetzt in Miami den letzten Abend so richtig schön mit Cheats ausklingen, aber ja, wird vielleicht was, wenn es bei einer Stunde Verspätung bleibt. Bei dem letzten Flug haben die das auch schon gesagt und am Ende waren es doch eher so 2,5 Stunden. Wie nicht anders zu erwarten, hat der Flug jetzt doch wieder 2 Stunden Verspätung. Ich wusste es einfach, weil die so lahm sind hier teilweise. Das ist echt unglaublich. So eine Arbeitsmoral habe ich echt noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach einen Sub geholt, weil er jetzt gleich bestimmt auf der Tafel steht, dass es 3 Stunden Verspätung hat. Ja, ist halt jetzt so, ne? Stay positive. Zum Glück haben wir was gegessen, denn schlussendlich waren es jetzt 3 Stunden. Läuft. Also Abend gelaufen oder machen wir noch irgendwas, Lindchen? Wir gehen noch essen. Ja, okay. Donuts, ja. Bisher geht immer. 7 Stunden sind wir jetzt fast unterwegs gewesen, aber davon lassen wir uns hier nicht beeinflussen. Unsere Positivität bleibt weiterhin positiv. Sieht doch schon mal richtig gut aus, Lindchen. Von der Skala von 1 bis 10, wie sehr positiv bist du? 10. Richtig Antwort. Was darf hier nicht fehlen, Freunde? Nachos, ganz klar. Ich habe, glaube ich, hier jeden Tag eine Packung Nachos gegessen. 20 Tage, 20 Packungen. Ich habe hier so einen richtig, richtig nicen Burger am Start und die Lena hat mal wieder ganz viel Gemüse und Obst bestellt. Überragendes Essen, bevor wir hier von einem Baum erstochen werden. Die Chicken in Waffles von Lena, gute 8,5 von 10. Mein Burger, eine gute 9 von 10. Ich hatte den Burger mit Guave. Richtig geil. Jetzt geht's in den richtig, richtig verrückten Laden und zwar Mr. Cream. Check das mal ab. Sieht auf jeden Fall ja, leicht verrückt und crazy aus. Einfach nur Ciao Leben. Einfach nur Ciao Leben.